Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Video für die 21 Community. Heute möchte ich euch nicht zeigen, wie ihr den Bitcoin Core installiert und damit einen vollständigen Bitcoin-Knoten erhaltet, sondern ich möchte euch zeigen, wie ihr die Datei, die ihr runtergeladen habt, auch überprüfen könnt anhand von Signaturen. Dazu mal einmal kurz zu den Grundlagen. Es gibt Pretty Good Privacy, das hat sicherlich schon jeder mal gehört. Die Funktionsweise ist wie folgt. Man kann mit PGB wahlweise eine Nachricht nur signieren, nur verschlüsseln oder sowohl signieren als auch verschlüsseln. Die Signatur dient dazu, die Echtheit der Nachricht zu garantieren. Also, dass sie vom behaupteten Absender ist, Authentizität und nach der Signierung nicht verändert wurde, Integrität. Dafür gibt es ein Open-Source-Projekt und zwar OpenPGP. Das beschreibt OpenPGP ist ein standardisiertes Datenformat. So, dieses Datenformat, standardisierte, findet Anwendung in der Software GPG4Win. GPG4Win steht für GNU Privacy Guard für Windows, ist ein Installationspaket für Windows zur E-Mail- und Dateiverschlüsselung. GPG4Win ermöglicht es einfach und kostenfreie Ver- und Entschlüsseln von E-Mails, Dateien, Ordner. Ebenso kann mittels Signaturen die Integrität und die Authentizität der verschlüsselten E-Mails und Dateien überprüft werden. Das Paket besteht aus verschiedenen Programmkomponenten und einem Handbuch. So, jetzt wollte ich euch mal kurz zeigen, was in dieser Software drin ist. Und zwar, es besteht aus diesem Kernstück und Cleopatra, einem Zertifikatsmanager und noch ein paar andere Komponenten. Für uns ist interessant dieses Cleopatra. Damit werden wir nämlich nachher arbeiten. So, ich gehe jetzt mal, um diese Software zu finden, würde ich sagen, gibt man einfach mal PGP-Win ein und es ist ganz am Anfang gleich hier GPG4Win. Es gibt die deutsche Version dafür sogar. Hier habe ich jetzt die Möglichkeit, GPG4Win herunterzuladen oder auch die Integrität zu prüfen. Das machen wir aber zu einem späteren Zeitpunkt. Wir gehen erst auf Download. Jetzt kommt diese Seite mit der Möglichkeit, noch etwas zu spenden. Wir sagen jetzt aber erstmal Nein und laden einfach nur die Datei herunter. So, die ist jetzt runtergeladen. Die zeige ich gleich. Jetzt geht es darum, dass man, die sagen hier nochmal die Integrität prüfen, können wir jetzt ja gerade noch nicht, dann dieses GPG4Win installieren und danach sagt er, man sollte halt nochmal einen Keypaar, ein Schlüsselpaar mit Cleopatra erstellen und das Ganze signieren und verschlüsseln, einmal durchzutesten. Das werden wir jetzt gleich einmal machen. Dazu gehe ich jetzt mal auf den Desktop. Hier habe ich die Datei abgelegt, die wir gerade heruntergeladen haben und ich habe das Ganze auch schon mal entpackt bzw. installiert und dann bekommen wir Cleopatra. Dann zeige ich euch mal, wie Cleopatra funktioniert. Ich starte das einmal so und man hat hier verschiedene Möglichkeiten, Dateien zu signieren, zu verschlüsseln, zu entschlüsseln oder zu überprüfen. Und natürlich die Zertifikate einlesen, beziehungsweise die Public Keys und die Private Keys zu exportieren, importieren. So, um euch das zu zeigen, wie das Ganze funktioniert, erstelle ich erstmal ein Schlüsselpaar. Hier kann man optionalen Namen angeben und eine E-Mail-Adresse für Rückfragen, wenn man dem Public Key veröffentlicht. Und man kann natürlich eine Passphrase, um diesen Private Key zu schützen, einstellen. Das mache ich mal. Und stelle auf Erweitert. Hier sind verschiedene Verschlüsselungsalgorithmen, die man einstellen kann. Ich lasse das mal auf Standard und halt eine Gültigkeitsdauer, dass er auch ja, abläuft, der Schlüssel. Ich sage okay, gehe auf Erstellen. Dann fragt er mich nach einem Passwort. Da gebe ich jetzt mal ein Passwort ein. Okay, jetzt erstellt er den. Dauert einen kurzen Moment. So, er hat einen erstellt und das ist der Fingerabdruck davon. Man sieht ihn hier unter den Zertifikaten. Das ist meine Demo. Und ich kann jetzt hier eine Sicherheitskopie anlegen. Das heißt, ich lege mal auf den Desktop diese Demo Secret ab. Einmal speichern. Muss ihm noch sagen, na, ich kenne die Passphrase noch. So, jetzt hat er das abgelegt. Das ist das Geheime.
Und hiermit könnte ich das öffentliche, also den öffentlichen Key versenden, aber ich sage jetzt erstmal hier abschließen, weil ich den hier rüber exportiere, beziehungsweise ich muss natürlich erstmal markieren, was ich exportieren will. Hierüber möchte ich jetzt nämlich den Public Key exportieren. Ich packe ihn direkt daneben. So, einmal speichern. Und jetzt ist er hier. Jetzt hat Windows die Eigenschaften dann standardmäßig eingestellt hat, diese Endungen nicht zu schreiben. Also was für ein Dateityp das ist, das ist ein bisschen blöd an dieser Stelle. Deswegen stelle ich das jetzt mal ein, dass wir das trotzdem sehen können. Dazu geht man auf Explorer, Ansicht, dann Optionen und hier nochmal unter Ansichten. Da kann man nämlich noch Erweiterungen bei bekannten Dateitypen ausblenden, abwählen. So, und jetzt haben wir nämlich die Möglichkeit, wirklich zu sehen, was für ein Dateityp das überhaupt ist, ne? ASC, also das ist da mein Secret, also mein Private Key, und das ist der Public Key dafür. Und jetzt sehe ich auch hier oben, dass das eine Exe war. So, jetzt gehen wir weiter. Jetzt wollen wir mal eine Datei verschlüsseln. Dazu lege ich erstmal überhaupt eine Datei an. Ich sage jetzt einfach mal eine Textdatei, die nennt sich Demo. Öffne die, das ist eine Demo. Speichere die. So, das ist unsere Datei, die wir verschlüsseln wollen. Und jetzt gehen wir rüber zu, wir sagen, oder wir können auch den nehmen, verschlüsseln. Suchen uns die Datei, Demo, die wir verschlüsseln wollen. Öffnen. Jetzt haben wir die Wahl zwischen signieren oder verschlüsseln. Wir machen jetzt beim ersten Mal nur verschlüsseln. Das heißt hier mit diesem Verschlüsseln. Und hier könnte man noch mit anderen Zertifikaten, die wir hier abgelegt hätten, von anderen Personen auch nach denen, mit denen verschlüsseln, nach deren Zertifikate, sodass sie selber die halt öffnen können. Aber wir machen jetzt das nur mal für uns. So, mit Passwort verschlüsseln. Ja, es müsste, glaube ich, auch noch sein. Wenn es nicht so dasselbe ist, gucken wir uns gleich mal an. Wo soll das hinlegen? Leg das hin. Ich würde sagen mal verschlüsseln. Okay, ich mache jetzt wieder meine Passphrase. Ja, mich vertippt. Nochmal wieder zurück. Nochmal. Okay, Verschlüsselung abgeschlossen. Jetzt habe ich hier die Datei und das ist die verschlüsselte Datei. Wenn man die jetzt zum Beispiel mal öffnet mit Öffnen mit und dann kann man auswählen, womit man sie öffnen will, mit dem Editor. Gucken wir mal, ob wir die lesen können. Nein, können wir nicht lesen. Okay, ist halt verschlüsselt. So, die kann ich jetzt wieder entschlüsseln. Dazu muss ich aber erstmal natürlich, weil er denselben Namen beim Entschlüssel reinschreibe, hier reinschreiben, dass das dann alt ist. So, und jetzt kann ich hier hingehen zum Entschlüsseln, sage, welche möchte ich entschlüsseln, und zwar die mit GPG, sage öffnen. Er fragt mich jetzt nach der Passphrase wieder. So, was macht er denn? Alles speichern. Und er hat sie mir jetzt entschlüsselt. Wunderbar. Also das war einmal verschlüsseln und entschlüsseln. Jetzt machen wir Folgendes. Und diese Datei, die Demo, die werde ich mal einmal signieren. Dazu mache ich das Gleiche nochmal. Suche mir wieder die untere Demo jetzt aus, die wir gerade wieder entschlüsselt haben. Und wähle dann ab das Verschlüsseln. Dafür sagen wir rein signieren. Und gehen auf Signieren. Abschließen. So, jetzt haben wir hier unten eine Datei, die nennt sich nämlich Signatur. Das ist die Signatur für diese Datei. Will ich jetzt diese Signatur einmal überprüfen, beziehungsweise diese Datei überprüfen mittels dieser Signatur, dann kann ich entweder gehe ich hier auf Überprüfen, suche mir die Signatur aus und sage öffnen. Er weiß anhand der Signatur, welche Datei gemeint ist. Die muss nämlich genau so heißen wie diese Demo-Text. Und er sagt mir auch, ja, der Schlüssel ist gültig. Es ist verifiziert, dass diese Datei authentisch ist. So, das Gleiche können wir jetzt nochmal probieren. Und zwar, indem wir die Datei etwas verändern. Nur eine Kleinigkeit.
so dass die Signatur nicht mehr dazu passt. Und jetzt probieren wir es nochmal. Man sieht es von außen nicht, nur das kleine Ausrufezeichen. Und jetzt machen wir das Gleiche nochmal. Wir sagen entschlüsseln bzw. Signatur prüfen, gehen wieder auf diese Demo-Signatur und sagen öffnen. Und dann sagt er uns, die Signatur ist ungültig, also es passt nicht. Also er hat erkannt, dass ich einfach nur diesen kleinen Ausrufezeichen in der Datei hier geändert habe. Und das Gleiche kann man jetzt machen, indem man einfach nur auf die Signatur klickt, dann erkennt er das auch automatisch und er weiß dann Bescheid. Das ist so dieser Grundablauf, wie diese Datei mit der Signatur der Authentifizierung funktioniert. Ja, dann haben wir jetzt ja alle Werkzeuge zusammen, die wir brauchen. Den Private Key, mit dem wir Dateien verschlüsseln und entschlüsseln können. Wir haben den Public Key, den wir jemand anderen geben können, um halt für uns Dateien zu verschlüsseln oder halt auch die Authentizität des Absenders zu verifizieren mit der Signatur. Und die Signatur kann zusätzlich noch die Integrität dieser Datei überprüfen. So, den Public Key, den mache ich mal immer auf. Den machen wir mal mit einem Editor auf. So sieht der üblicherweise aus. Der Private Key sieht ähnlich aus. Und das wird euch öfter mal begegnen, diese etwas kryptische Textseiten. Und ja, dementsprechend gehen wir mal los und jetzt versuchen wir mal den Bitcoin Core einmal, beziehungsweise nee, wir gehen erstmal zu GP4Win. Da haben wir ja gesehen, ich gehe mal zurück. So, da gibt es nämlich auch die Möglichkeit, die Integrität zu prüfen. Unter anderem haben wir hier die Prüfsumme, die wir prüfen können von dieser Datei. Und die ist der Hash über diese Datei. Hier hinten, ich merke mir jetzt mal die letzten. A4E, D4C und wir gehen zu Cleopatra und sagen, er soll Prüfsumme erstellen von einer Datei, die ich ihm zeige, und zwar von dieser Installationsdatei. Und jetzt hat er die erstellt. C-User, wo packt er den jetzt hin? Moment, da oben hat er den gepackt. Und et voilà, wir finden hier hinten wieder unsere Prüfsumme. Das ist der Hash über diese Datei. Also damit können wir jetzt eigentlich nur die Integrität überprüfen, dass diese Datei wirklich diejenige ist, die auf dieser Seite steht. Wenn man natürlich von der gleichen Seite den Hash runterlädt, kann es natürlich sein, dass der Hash und die Datei gefaked ist. Aber gut, damit kann man jetzt nur die Integrität überprüfen, nicht die Authentizität von dem Original der Person, die das praktisch erzeugt hat. So, und dafür haben wir diesen hier. Den lade ich jetzt mal runter. Da ist nämlich die Signatur drin. Hat er mir jetzt auch hier hingeladen. Man sieht es hier hinten mit den SIG wieder dran. So, in Cleopatra kann ich sie einmal entschlüsseln überprüfen. Oder ich kann auch einfach nur hier doppelklicken. Er sucht sich dann diese Datei dazu. Und mal gucken, was dabei rauskommt. So, er sagt jetzt, Signatur konnte nicht geprüft werden. So, jetzt fragt man sich erstmal, wieso? Stimmt das denn nicht? Ist das nicht die richtige Signatur? Es könnte die richtige Signatur sein. Wir gucken mal im Protokoll. Da steht jetzt noch, kann nicht überprüft werden, kein öffentlicher Schlüssel. Also mir fehlt der öffentliche Schlüssel, dieser hier. Der fehlt mir hier hinten in dieser Liste drin. Ne? Und deswegen sagt er hier auch noch, kein öffentlicher Schlüssel. Den können wir jetzt runterladen. Entweder wissen wir von jemandem, der den hat, oder wir können ihn selber suchen lassen. Beziehungsweise, wir schauen mal hier, was sagt er uns? Ja, er sagt uns jetzt, dass wir das Zertifikat auf einem Schlüsselserver suchen können oder aus einer Datei importieren. Anscheinend sind es hier sogar zwei Zertifikate, die benötigt werden. Ich habe die jetzt nicht, also lasse ich den automatisch mal suchen. Beziehungsweise das war der falsche, da ist suchen. So, jetzt dauert es einen Moment. So, er hat was gefunden. Das ist Distribution Key, Invention, nicht beglaubigt.
Der ist gültig bis 21. Okay. Den klicke ich an, sage ich importieren. Das gleiche mache ich mit dem zweiten Schlüssel. Ups, Moment, wir waren ein bisschen zu schnell. Er fragt mich jetzt, ob dieser Schlüssel beglaubigt werden kann. Das mache ich gleich mal, erzähle ich gleich noch was zu. So, was hat er jetzt gemacht? Hat er jetzt nur einen? Ach so, jetzt hat er das gleiche nochmal mit dem einen überarbeitet und es fehlt ihm aber noch der zweite, deswegen sagte die gleiche Meldung, dass es gibt keinen Hinweis, er wird vorgeben. Genau, Signatur kann nicht überprüft werden, kein öffentlicher Schlüssel, der fehlt noch. Und deswegen geben wir ihm noch den zweiten. Den lassen wir einmal suchen. Das ist ein André Heineck. So, ist auch bis 27 gültig. Importieren. So, jetzt fragt er mich wieder, ne, ist das ein gültiges Zertifikat? Ehrlich gesagt, ich kann es so nicht sagen. Aber ich könnte die Person anrufen, auf E-Mail schreiben oder vielleicht kriege ich ja das Zertifikat von irgendwem Bekannten, der das kennt. Oder ich habe es schon 10 Mal benutzt, das Zertifikat, und ich weiß, dass diese Software vernünftig ist und da keine Bugs drin sind. Okay, ich mache aber erstmal so. Jetzt hier kann ich es beglaubigen. Ich kann diesen einen sagen, ja. Ich gehe mal davon aus, ich tue mal so, als wenn ich jetzt mit dem telefoniert habe. Okay. Muss es natürlich mit meiner Passphrase einmal bestätigen. Beglaubigung erfolgreich abgeschlossen. So. Jetzt sagt er immer noch, dafür 2 gültige Signaturen geprüft, aber irgendwie so richtig zufrieden ist er noch nicht, weil er sagt nämlich hier noch, hier für die Beglaubigung. Da gehen wir nochmal rein und dann Korrektur. Ah, es gibt Hinweise. Da trägt keinen vertrauenswürdige Signatur. Das ist das, was ich vorhin sagte. Man muss diesen beglaubigen lassen. Den einen habe ich ja beglaubigt, den gerade, und den muss ich noch machen. Das kann ich im Endeffekt hier jetzt machen. Jetzt normalerweise müsste man nochmal recherchieren auf der Seite, ist das wirklich der und so weiter und so fort. Aber ich sage jetzt mal so: Beglaubigen. Ja, da glaube ich erfolgreich. Wenn ich jetzt nochmal die Signatur überprüfen möchte von dieser Datei, dieser Signaturdatei, das ist diese hier, sage öffnen, dann zeigt er mir jetzt alles grün an. Der Weg ist ein bisschen schwer, muss ich ehrlich zugeben, mit diesen ganzen Beglaubigen und dergleichen. Und man muss die Signatur haben und die muss beglaubigt sein. Aber wenn ich jetzt immer wieder von der gleichen Seite etwas runterlade, dann passt das, weil ich dann ja schon die ganzen Signaturen dafür habe, ne? Zum Beispiel, das können wir jetzt ja mit dem ja machen hier, mit unserem Bitcoin Core. Dazu lade ich erstmal die Datei herunter. Das dauert jetzt einen kleinen Moment. So, und gehe halt auf Release-Signaturen überprüfen. Das ist auch noch eine Datei, die jetzt runtergeladen wird. So, hier ist der Download vom Bitcoin Core Programm. Der ist noch nicht ganz fertig. Und hier ist die Signatur dazu. Die sieht genauso aus wie die da oben. Ja, fast genau. Die kann ich nochmal öffnen. Ich gucke mal einmal rein, was da steht. Und hier sehen wir jetzt zum Beispiel die Originalsignatur vom Bitcoin Core Release. Und zwar, wo ist es da? Da haben wir die Exe, genau. Das ist diese Datei, die wir gleich sehen werden. Und das ist wieder der Hash dazu. Der Hash, wie gesagt, der zeigt ja nur die Integrität dieser Datei. Und mit dieser Signatur, die hier unten drunter steht, das ist die Signatur, können wir auch die Authentizität naja, derjenige, der die erstellt hat, die Datei und halt signiert hat. So, wir gucken mal, wie weit er mit dem Laden ist. So, Microsoft ist jetzt so ein bisschen speziell. Der sagte, ist so eine komische Software, kennen wir nicht so richtig. Das wird dann öfter mal passieren, wenn man irgendwelche Wallets runterlädt. Naja, also die gehen da auf Nummer sicher. Das können wir aber sagen, wir wollen die Datei trotzdem behalten, weil wir dem Herausgeber vertrauen. So, ja, ich weiß, mehr.
trotzdem behalten. So, jetzt haben wir die Datei auch wirklich bei uns auf dem PC und da ist der Bitcoin Core als Installationsdatei. So, wir haben ja gelernt, wir können jetzt die Signatur prüfen, indem wir sagen hier öffnen, entschlüsseln, prüfen oder wir klicken einfach auf diese Datei und innen drin stand ja drin, dass das ist. So, jetzt sagt er, okay, die Signatur scheint dann irgendwann irgendwie in Ordnung zu sein, aber kann nicht überprüft werden und Sie können das Zertifikat auf einem Schlüsselserver suchen. So, und wir sagen, ja, such mal, zeig mir mal, was es da gibt. So. Er hat einen gefunden und war von dem Wladimir van der Laan. Das ist ein Bitcoin Core Entwickler. Können ja mal kurz recherchieren. Wladimir van der Laan. Ja, richtig, van der Laan. So, das ist jetzt der Bitcoin Core Entwickler. Sieht ein bisschen gefährlich aus, das Bild, aber gut. Er ist bei GitHub unterwegs und hat viele Rezensionen, wenn man da mal ein bisschen genauer schaut. Also wir vertrauen mal, dass das der Richtige ist. So, und wir sagen ja, den importieren wir jetzt mal. So, jetzt hat das, und jetzt fragt er mich gleich wieder, ja, ich habe das gerade geprüft, ich habe ja geschaut, gibt es den Menschen wirklich? Ja, ist in Ordnung. Die ist für mich beglaubigt. So, muss es wieder halt mit meinem Passphrase bestätigen. Okay, jetzt macht er das nochmal neu und sagt, wunderbar, also du hast wirklich die richtige Datei, weil das haben wir ja gerade einmal überprüft. Ja, so genau, das war ja die Datei, die wir geöffnet haben. Die schließen wir jetzt einmal so. Ja, also den Bitcoin Core können wir jetzt ja schon mal installieren. Also alle, die kein Holger sein wollen, können sich den jetzt installieren. So, und dann gibt es noch einen zweiten, den ich hier gerne mal ausprobieren wollte. Zum Beispiel Tor ist auch so ein gängiges Ding. Das Tor-Projekt, um halt anonym im Netz zu surfen. Das schauen wir uns jetzt mal gleich an. So, nein, jetzt nicht. So, wir wollen mal den Browser runterladen. Und hier haben wir das gleiche Spiel. Die Datei als solches. Na, okay, das ist meine Sicherung. Machen wir weg. Download Windows. Ja, er lädt das jetzt runter und hier ist das gleiche wieder. Man kann halt was spenden. Wir gehen nochmal zurück und ziehen uns gleichzeitig die Signatur. Jetzt zeigt er das zum Beispiel direkt in diesem Fenster an, aber da will ich da gar nicht haben, diese Signatur. Da kann ich da nichts mit machen. Jetzt ist aber gut hier. So, ich kann aber rechte Maustaste und dann Speichern untermachen und dann auch wieder auf den Desktop. Da ist er. So, Speichern. Ich gehe mal rüber. Ihr habt jetzt hier die Installationsdatei und hier habe ich wieder die Signatur. Ich gehe öffnen, schauen wir mal kurz rein, das, was wir gerade gesehen haben. So, und ich klicke einfach auf diese Datei und gucke mal, was passiert. Ja, da sagt er mir wieder, ihm fehlt ein Zertifikat. Das kann ich natürlich wieder importieren. Ich lasse automatisch selber suchen. Wenn er eins gefunden hat, das vom Tor-Projekt, sage ich importieren. Das dauert jetzt vielleicht ein Momentchen. So, da hat er sie gefunden. Auch hier wieder die Abfrage, ist das die richtige Person? Ich sage jetzt erstmal ja. So, das scheint der richtige Schlüssel zu sein. Beglaubigung ist abgeschlossen. Er macht die Prüfung erneut. Ja, wunderbar, da hat das doch gemacht. Ja, gut. Ich hoffe, euch hat meine kleine Einführung gefallen in diese Software und diese Arbeitsweise mit Signaturen und Verschlüsselung. Es ist ein bisschen kompliziert am Anfang, aber wenn man das erstmal verstanden hat, wie es funktioniert, ich denke auch, dann geht das schon mit Cleopatra. Ist relativ zu bedienen, wenn man weiß, was man tut an der Stelle. Ja, ich hoffe, euch hat mein Video gefallen und wenn ja, lasst mir ruhig einen Daumen hoch da und ich packe euch noch was in die Shownotes rein, auch die Kontaktdaten.
Ja, wenn ihr es mal ausprobieren wollt, probiert es mit dem Tor-Browser aus, ist ein sehr guter Browser, oder halt dem Bitcoin Core. Allerdings ist da ein bisschen mehr Fachkenntnis zu benötigt, aber es ist möglich. Ja, ansonsten noch könnte ich noch empfehlen die 21-Seite. So, da findet ihr dann auch noch den letzten Podcast und halt einen Shop und noch ein paar andere Sachen. Ja, ich hänge noch am Schluss nochmal einen QR-Code dran. Da könnt ihr mir gerne noch ein paar Satz spenden, wenn ihr wollt. Und ich hoffe, wir sehen uns demnächst mal wieder. Dankeschön, tschüss. Ja.